Am 12. April entdecke ich einen Mittelspecht beim Höhlenbau. In meinem Tarnzelt scheine ich ihn nicht zu stören. Wenn allerdings ein Spaziergänger kommt, verzieht er sich auf die abgewandte Baumseite. Sobald die Luft dann wieder rein ist, wird weitergearbeitet. Einige Tage kann ich beobachten, wie er immer tiefer in den Stamm eindringt. Ich reibe mir im Stillen schon die Hände. Für die Filmarbeiten ein toller Platz, denn dort wird mir das kommende Laub nicht die Sicht behindern. Doch zu früh gefreut. Nach 3 arbeitsreichen Tagen kommt er nicht mehr. Bestenfalls hat er sich für einen anderen Platz entschieden. Im schlimmeren Fall hat der dort regelmäßig jagende Sperber das Brutgeschäft beendet.